Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Rise of the Tomb Raider. Wir sind hier in der Wetterstation oder Wetterforschung, was auch immer. Und müssen unseren Kollegen retten erstmal, also Jonah. Und natürlich Trinity aufhalten, denn die haben den Atlas bekommen und wissen jetzt, wo sie suchen müssen. Forschungsbasis 29%. Es sind noch ein paar Treibstofftanks, ansonsten habe ich halt noch... Ich weiß nicht, ob es irgendwo hier noch Relikte oder Verstecke gibt. Die sind auch nicht aufgedeckt. Aber viel mehr wird es wahrscheinlich nicht geben dort. Daher muss es bald mal. Und wir tragen ja ein aktuell neues Outfit. Ein bisschen dafür zugeschnitten, dass wir hier jetzt ein bisschen auf Mordtour gehen. Neue Befehle. Bereiten den Abzug vor. Sieht so aus. Die Räumtrupps beladen schon die Helikopter. Hätte nie gedacht, dass ich Phase 2 miterleben würde. Ach, so laut. Diese Rollermänner haben keine Ahnung, was jetzt kommt. Wenn wir Erfolg haben, finden wir das als Erste heraus. Trinity wird es nicht erlauben. Ist es safe? Kann ich? Achievement, blub, blub, blub. Super. Geht doch. Warst du mit Konstantin unten in Syrien? Ja, war ein ganz schönes Chaos. Cloth? Konstantin hatte nicht erwartet, sie dort anzutreffen. Sie hat das ganze Grab über uns einstürzen lassen. Die macht ihm ganz schön zu schaffen. Apropos Croft, sie ist immer noch da draußen. Wollen die sie immer noch lebend? Nicht mehr. Sie macht zu viel Ärger. Und sie töten sollen, als sie die Chance hatten. Jawohl. Nützlich. Hat uns hierher geführt, oder? Glaubst du, Trinity wollte sie rekrutieren? Es steht uns nicht zu spekulieren. Die Befehle sind klar. Bei Sichtkontakt erschießen wir sie. Tja, wenn ich euch ja viel Spaß... Mal sehen, ob ihr überhaupt so weit kommt, Sichtkontakt zu schaffen. Ich denke ja nicht. Gab es hier nicht ein Feuer? Da hinten gab es ein Feuer. Das war, glaube ich, hier, oder? Ich möchte gerne die Schrotflinte ausrüsten. Muss ich extra nochmal durchs Wasser? Anscheinend. Wir haben eine Schrotflinte. Weißt du, welche Feinde? Hier sind keine Feinde in der Nähe. Oh, nee. Ich muss die anderen zwei erst ausschalten. Toll. Tja, würde ich mal sagen, Pech für euch. Für euch. Da hinten sind die. Und jetzt haben wir auch die schwere Pistole. Die wir nicht brauchen, aber ist nett. Hm. Wow, das ist ja gar nicht das, was ich... Ach stimmt, aber das ist ja was anderes. Mist. Naja, ich habe gerade gefailt. Passiert. Ich habe die falsche Maustaste benutzt. Naja. So, da die Feinde nun weg sind,
Gehe ich jetzt die Schrotflinte wechseln? Ich meine, sie ist echt gut. Man kann nichts gegen die Schrotflinte sagen. Aber eine Schrotflinte hat für mich ein bisschen was anderes als hohe Feuerrate. Ich brauche das klassische Schrotflinten-Feeling mit ein, zwei Schüssen, aber dafür haut die ordentlich rein. Hier. Die Kippschrotflinte. Wenn es auf Stoppwirkung ankommt, ist diese Waffe der Wahl. Extremer Damage. Wenig Munition, Schussfrequenz ist, ja, kann man machen. Nachlage geht sogar noch. Ist gleich gut wie die Pumpgun. Rückstoß, sehr hoch. Nicht mal so hoch. Das sieht nett aus. Kann ich die upgraden? Kann ich. Mit Rückstoßverringerung. Mache ich auch gerne. Die Waffe sieht nett aus. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme hört, aber irgendwas kratzt gerade an meiner Tür. Das könnten Katzen sein. Ich nehme es mal stark an, weil ich mache halt die Tür immer zu bei der Aufnahme, weil jeder, der Haustiere hat, kennt's. Es ist halt eine Katze im Haushalt. Ist nett. Kann man echt nicht sagen. Hat immer einen Begleiter dabei. Aber wenn es ums Zocken geht und man braucht seine Ruhe und darf keinen Lärm in der Umgebung haben, da ist eine Katze nicht geeignet. Hier ist wieder ein Fass, das ich in die Luft jagen kann. Das werde ich gleich mal machen. So, noch ein Tank. Dann haben wir das auch geschafft. Hier ist nichts, was ich hier... Ich hau mal wieder auf die E-Taste. Naja. Hätte ja sein können. Hier muss garantiert was sein. Oh. Schade. Ich drücke immer noch die ganze Zeit E, einfach nur, aber hier ist halt echt gar nichts. Es gibt hier zwei Wege, aber, nee, es gibt nur den. Dann auf zur Wetterstation. Hier oben ist wahrscheinlich nachher eine Art Hubschrauberlandeplatz. Für die Flucht von gewissen Leuten, wenn ich hier fertig bin. Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden. Nur Anna wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte, dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Für sie bleibe ich stark. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten. Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst. Ich meine, die Rettung der Schwester ist okay. Kann ich verstehen, würde ich durchgehen lassen. Nur der zweite Teil der Geschichte ist nicht so geil. Ein Anhänger. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. St. Peregrinus. Schutzpatron der Todkranken. Ah, cool. Menschenknochen im Anhänger? Klar. Da habe ich nichts gegen. Hier ist sonst gar nichts, ne? Okay. Ich kann hier nach oben. Vielleicht ist hier was Interessantes. Wohahaha. Ja, hier geht's runter. Da will ich nicht aus Versehen runterfallen. Aber das
war es auch schon. Toll. Die Flagge hier oben muss ich doch abschneiden können, oder? Aber wir sind doch hier im falschen Gebiet. Bah! Oh. Irgendwie komme ich da garantiert hoch, nur nicht von hier aus. Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Da ist eine lateinische Inschrift. Tötet sie alle. Gott wird die Seinen erkennen. Ja, nett. So, da ich hier nicht hoch kann, durch Gründe, gehen wir halt erstmal in die Wetterstation. Ich will jetzt nicht so viel Lärm machen, aber... Ich sterbe nicht in diesem gottverlassenen Tal. Mein Glaube ist stark. Mein Wille ist stark. Auch wenn mein Geist weiter wandert. In unsere Jugend. Konstantins und meine. Er war ein schwieriges Kind. Immer neugierig, immer fragend. Ängstlich, was die Zukunft bringen würde. Ängstlich, nie seinen Lebenszweck zu finden. In der Nacht, als ich ihm die Zeichen einritzte und in sein Ohr flüsterte, habe ich ihn erschaffen, ihn gerettet. Er hielt es für das Werk Gottes, wie ich gehofft hatte. Jetzt muss er mich retten. Und wenn er das nicht schafft, rette ich mich selbst. Alter, Anna. Du wirst sowas von Pfeil in die Fresse kriegen. Ich hoffe, das ist dir klar. Es muss nur noch die Gelegenheit dazu kommen. Diesmal war ich nah dran. Ich dachte, wenn ich dich finde, weiß ich vielleicht irgendwas, das uns hilft. Das habe ich herausgefunden. Hier läuft eine Operation. Etwas Großes. Hunderte von grimmigen Soldaten. Keine Abzeichen. Kein Nichts. Alle in dieser alten russischen Anlage. Scheint eins dieser furchtbaren Gulag-Gefängnisse gewesen zu sein. Und ich bin hier, weil ich dachte, du brauchst mich. Aber Gott, wie blöd bin ich denn? Nicht mehr lange. Und ich bin der, der Hilfe braucht. Ich hoffe inständig, dass du lebst. Und dass du hören kannst. Ich bleibe außer Sicht, solange ich kann. Aber es wird verdammt kalt hier draußen. Ich muss bald irgendeinen Unterschlupf finden. Und dann haben halt unsere Leute ihn gefunden. Also uns, unsere mit Anführungszeichen. Und haben ihn so gesehen gerettet. Zeit für Kills. Wenn Sie hier predigen wollen. Jonah. So, es wird Zeit. Die Musik läutet ein neues Zeitalter ein, in dem wir mal nicht alles Stealth killen und einfach nur Massaker veranstalten. Ich will halt trotzdem nichts verpassen, deswegen achte ich ein bisschen auf alles. Die Musik hält ja an. Okay, hier ist nichts. Ach, die Flanken sind nicht so, wie ich gedacht habe. Das sind nur... Okay. Nein, bin ich nicht. Mensch. Was haben die denn?
Danke für den Hinweis, Spiel. Die Actionmusik ist halt... Ich will mich halt beeilen, gleichzeitig will ich mich umschauen und dann übersehe ich Dinge. Wie, dass ich hier hochspringen sollte. Ich muss hier nochmal zurück, ne, weil ich irgendwas übersehen habe. Das wäre echt zum Kotzen. Okay, ich sehe einen Gegner dort hinten. Geht so auf jeden Fall am schnellsten. Tja, und jetzt muss ich wahrscheinlich, werde ich sehen, dass ich hier nochmal den ganzen Weg zurück zu gehen hätte. Hier oben ist eins, das ist aber nahe, das kann ich verkraften. Hier haben wir eins übersehen, das ist auch noch machbar. Hier ist alles okay. Hier ist nichts mehr. Und geht eigentlich. Damit kann ich leben. Zeit für die Schrotflinte, die neue. Vielleicht gehe ich erstmal nach unten und check hier die Lage. Ja, perfekt. Lara, ich glaube, ich habe deine Spuren gefunden. Ich wusste, dass du lebst. Es braucht mehr als 1000 Tonnen Eis und Schnee, um meinen kleinen Vogel auszuschalten. In den Wäldern passiert etwas Merkwürdiges. Und es ist nicht Trinity. Jemand anderes beobachtet mich aus den Bäumen. Ich hatte etwas Essen im Rucksack. Alte Energieriegel. Aber sie sind fast alle. Hab die letzte Nacht in einem toten Baum geschlafen. Und heute Morgen war da ein Geschenk für mich. Trockenfleisch und Beeren, eingewickelt in ein Hirschfell. Ich dachte erst, ich träume, aber... Hier ist jemand, der sich um mich kümmert. Ich hoffe, sie kümmern sich auch um dich. Oh, das ist lieb. Da muss ich mich doch echt mal bei den Leuten bedanken dafür, dass sie einfach... Ich meine, die wissen ja nicht, dass der Typ zu mir gehört. Die haben jetzt einfach irgendeinen Wildfremden, der hier auch war, geholfen. Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Nicht. Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Ja! Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Ich hätte ihn töten sollen. Aber er war unbewaffnet, ich konnte es nicht.
Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. Alle Einheiten kommen! Wir müssen uns um sie kümmern! Wir sind fast in Position. So, jetzt wird's lustig. Aber das Ziel liegt im Blick. Erwarte Befehle. Ich gebe dir gleich Befehle. Die ist gefährlich. Ach ja? Gefährlich, sagst du? Ha. Erstmal aufstocken.